Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Die Polizei stoppte einen LKW am Donnerstagnachmittag in Kisteleg und fand 17 Männer darin, von denen sich 16 als Ägypter und einer als Libyer ausgaben. Die rumänische Polizei bat ihre ungarischen Kollegen um Hilfe, da der LKW die ungarisch-rumänische Grenze überquert hatte. Die Polizei machte sich sofort auf die Suche nach dem LKW und fand ihn an der Ausfahrt Kisteleg an der Autobahn M5. Der Laderaum des Lastwagens, der von Rumänien nach Frankreich unterwegs war, wurde geöffnet. 17 Personen wurden von der Polizei zur Wache gebracht, wo über den weiteren Verlauf entschieden wird. Ein Team von Rettungssanitätern untersuchte die Personen vorab. Alle waren wohlauf. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 34-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der wegen Menschenschmuggels angeklagt wurde. Viktor Orban sagte in einem Interview im Kossuth-Radio am Freitagmorgen, dass die Preisstopps in Kraft bleiben werden, da die Inflation noch nicht akzeptable Werte erreicht habe, dass sie aufgehoben werden können. Orban fügte hinzu, dass es zwar einige Lebensmittel gebe, deren Preise gesunken seien und die Händler mit negativen Preisen miteinander konkurrierten, dass es aber bisher nur wenige solcher Produkte gebe. Der Ministerpräsident äußerte die Hoffnung, dass sich der Rückgang der Inflation im April stärker bemerkbar machen werde als in den ersten 3 Monaten des Jahres und dass die Inflation im Mai und Juni weiter zurückgehen werde. Aufgrund von Bau- und Demontagearbeiten im Zusammenhang mit dem Besuch vom Papst Franziskus fahren die Straßenbahnen 2, 2b und 23 in Budapest vom 14. April bis 7. Mai nur bis zum Kossuth-Platz. Auf dem fehlenden Abschnitt wird es keinen Busersatzverkehr geben. Am 15. April findet in Palkonya im Süden von Ungarn nach 2-jähriger Pause ein großes gastronomisches Fest statt. Auf dem Frühlingsfest werden Festivalgerichte von innovativen ländlichen Restaurants angeboten. Bei der Frühlingsveranstaltung können die Gäste in der charmanten Weinregion von Villany zahlreiche ungarische Aromen verkosten. Die Teilnehmer können den Tag mit einem Sektfrühstück beginnen, durch die alten schwäbischen Pforten schlendern und bis zum Ende des Programms eine breite Palette von Köstlichkeiten probieren. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Baronia-Gastronomie, denn bis auf ein Restaurant sind alle teilnehmenden Restaurants des Komitats im Michelin-Führer vertreten. Das Vesprem Blues Festival, einer der Hauptveranstaltungen der Stadt, findet dieses Jahr im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt Vesprem Balaton statt. Das Bluesfest begann am 13. April und wird bis zum 16. April andauern. Die berühmte Veranstaltung ist Ungarns größtes Bluesfestival und lädt viele internationale bekannte Künstler wie Sugar Blue, Big Daddy Wilson, Blueswire und viele andere ein. Die Konzerte werden von Musikworkshops, Vorträgen und Gesprächen begleitet. Das Vesprem Blues Festival findet an 2 beeindruckenden Veranstaltungsorten im Stadtzentrum statt. Die Tickets sind noch erhältlich. Die Analyse der Daten über die Gästezahlen in Scharwa für das Jahr 2022 zeigt einen Anstieg der Zahl ausländischer Gäste um 148% bei den gewerblichen Unterkünften und um 139% bei den privaten und sonstigen Unterkünften. Auch der Inlandstourismus verzeichnete 2022 in Scharwa einen Anstieg, wobei die Buchungen in gewerblichen Unterkünften um 20% und in privaten Unterkünften um 46% zunahmen. In diesen Zahlen ist natürlich der durch die Covid-Pandemie verursachte Rückgang des Tourismus in 2021 enthalten, aber sie ist auch ein eindeutiges Ergebnis des Tourismusmarketings von Scharwa. Die Stadt zieht jedes Jahr Gäste mit vielen Musik- und Gastroprogrammen, geschichtlichen Events und Sehenswürdigkeiten, Museen und natürlich dem Wahrzeichen von Scharwa, dem Thermalbad, an. Die Stadtverwaltung von Győr hat die Programme für das ganze Jahr angekündigt. In der nordwestungarischen Stadt wird es eine Reihe von bunten und spannenden Veranstaltungen geben. Darunter die Cowboy- und Indianerausstellung im Esterházy-Palast vom 16. April bis zum 3. September. Im Mai finden das langjährige Fünf-Kirchen-Festival, Tierschutzprogramme, das St. Ivan-Festival, Römerquelle und das Kinderpicknick statt. Im Sommer gibt es die üblichen süßen Tage, die Buchwoche, eine Foodtruck-Show, Weintage, Tanzfestival und vieles mehr.
Im Herbst wird die Győr-Rallye neu in die Stadt kommen, aber auch die Fischtage werden zum dritten Mal stattfinden. Im Winter wird das Jahr mit dem bekannten Adventsmarkt und der Silvesterparty abgeschlossen. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag ist landesweit mit Regen zu rechnen, wobei im Nordosten bis zum Mittag die Chance auf etwas Sonnenschein besteht. Der Wind wird wechselhaft und vielerorts stark sein. Am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen 6 und 21 Grad. Kühler im Westen und wärmer im Nordosten und Osten. Am Wochenende wechseln sich vielerorts sonnige und wolkige Abschnitte ab, wobei vor allem in den transdanubischen Gebieten Regen zu erwarten ist. Der Wechselkurs steht heute bei 374 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.